Oh. Hallo, Opa. Mein lieber Junge. Zu viele Jahre her, seit wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Ja, Opa, du trägst immer noch denselben Schlafanzug wie in deinem Sterbebett. Das ist irgendwie ziemlich makaber. Du warst nur ein kleiner Junge. Erinnerst du dich überhaupt noch? Ja, natürlich. Du siehst aus wie der Nikolaus, nur blau. Sieh nur, wie weit du schon gekommen bist. Ah, auch wenn du mich schon vergessen hast. Ich war hier die ganze Zeit. Da habe ich beobachtet, wie du mit diesem Jungen Unzucht getrieben hast. Siehst du, mein Körper ist schon lange von dieser Welt vergangen, aber mein Herz wird immer in Stardew Valley verbleiben. Du bist nun schon seit 2 Jahren hier. Ich bin so stolz auf dich, mein Kleiner. Du bist ein besserer Farmer geworden, als ich es jemals war. Und du hast große Ehre dem Familiennamen gebracht. Ich kann es nun fühlen. Mein Geist kann nun endlich ruhen. Gesegnet seist du. Die Zukunft der Saphir-Farm ist in deinen Händen. Lebe wohl! Ja, was nun? Ich dachte, ich werde bewertet. War das die Bewertung? Okay. Danke, Opa. Das war's. Ich habe mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, ja, dazu kommen wir jetzt auf jeden Fall wieder hier zurück. Zu Stardew Valley. Ah, endlich ist der Schnee geschmolzen, die Sonne ist zurück. Mein Körper fühlt sich großartig an. Oh ja, er fühlt sich auch großartig an, mein Süßer. So, okay, es hat gar nichts gebracht. Oh, jetzt kommt noch was, alles klar. Alle 4 Fackeln sind entzündet worden. Okay. Oh, Evelyn hat mir einen Kuchen gleich gebacken. Okay, ich sollte nicht so viel Zeit verbrauchen. Heute wird ein emsiger Tag sein. Wieso kümmere ich mich dann überhaupt um den Wein? Bin ich ein Trottel oder was? Das Einzige, um was ich mich kümmern muss, ist jetzt Tiere. Und dann muss ich ruckizucki zusehen, dass ich meine Farm herrichte. Ach hey, es wird ja ewig dauern. Ah! Naja, okay. Das ist Frühling, das ist Standard. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, es bringt eigentlich gar nichts vorher, hier was vorzubereiten. Egal. Ja, genau. Leckt mich doch am Arsch. Ist hier erstmal ein ganzer Haufen Gras gewachsen. Oh, Mann. Oh, Mann. Hätte das nicht wenigstens so bleiben können, wie ich es vorhatte. Und dann hier alles mögliche kreuz und quer. Jetzt fasse ich mir das einfach mit dem Schwert nieder. Oh mein Gott! Ja gut, hier unten pflanze ich ja eh noch nichts, höchstens hier. Und hier muss ich eigentlich auch nichts pflanzen. So, dann habe ich jetzt schon mal wenigstens meine Felder frei. Jetzt muss ich mich um die Tiere kümmern. Oh, da ist sogar schon relativ viel Gras nachgewachsen. Ich lasse aber die Tiere trotzdem für heute noch drinne. Nein! Ah, ich habe es schon wieder abgesäbelt. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, und dann gucken wir uns jetzt mal kurz den Schrein hier an. Hinter dem Schrein habe ich eine Statue gefunden. Und Grandpas Schrein, ja. Und was macht die? It's made of pure Iridium. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube... Oh mein Gott. Ich glaube, das gibt mir immer wieder zwischendurch mal Iridium. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ja. Nice. Okay, jetzt muss ich dann erstmal in die Stadt
und Saat einkaufen und zusehen, dass ich das heute noch irgendwie alles gepflanzt kriege. Hier, weg mit dem Scheiß alles. Mein Inventar muss frei sein. Auch der gute Kuchen wird verkauft. Und Alex hat tatsächlich ein Herz verloren. Warum? Ich meine, ich rede jeden Tag mit ihm. Und ich küsse ihn auch nach Möglichkeit jeden Tag. Und wir machen jeden Tag, ihr wisst schon was. Und trotzdem hat er jetzt schon wieder Herzen verloren. Das gibt's nicht. Ich kaufe einfach mal auf Verdacht eine ganz große Menge ein. Und werde diese dann eben... verwursten werden wir die. So brauche ich nicht groß nachrechnen. So weiß ich, okay, wir haben jetzt von jeder Saat erstmal zu viel. Und der Rest ergibt sich dann schon. Kale brauchen wir auf jeden Fall auch. Opala. Da habe ich zu viel. Und ich habe die Umstelltaste wieder aktiviert. Nein. Die Einrastfunktion meinte ich. Doof gelaufen. Garlic. So, dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Blümelein. Davon hole ich mal 20. Und 20. So. Jetzt schaue ich mal, wie viel ich auf der Farm damit dann voll bekommen werde. Und bei Alex muss ich echt aufpassen. Dem schenke ich heute noch eine Parsnip vorm Schlafen gehen. Und dann sollte ich vielleicht mal gucken, was er am liebsten hat. Damit ich das kontrollieren kann. Oh, aber jetzt muss ich erstmal die Farm wieder herrichten. Okay, also gepflügt ist schon mal alles. Jetzt habe ich aber fast den Fertilizer vergessen, wovon ich definitiv noch mehr herstellen muss. Yes, da brauche ich definitiv deutlich mehr. Mehr. Noch mehr. Immer mehr. Dankeschön. Nein, und die Feststelltaste soll nicht aktiviert werden. Dankeschön. Oi, nervt mich das. Okay, dann das mal hoch und das mal hoch. So. Ach, Jemine. Das wird jetzt ein Spaß. So, da hatte ich es vor und hier hatte ich es vor. Ja, gut. Toll. Danke, liebe Maus. Jetzt ist da unten halt ein Feld, wo keine Bohnenranke stehen wird. Schön. Nein, ich will nicht. Mach doch mal, was ich will, Spiel, bitte. Ich hab doch nicht so viel Zeit. So. Ja, ne, es geht ja. Also wenn ich das oft genug mache, kann ich meinen Marathon mitlaufen. Ja, am beschissensten sind die Stellen mit dem Sprinkler. Ich fasse es nicht, ich hatte über 500 Fertilizer. Ist mal gut, dass ich doch so viel Saat gekauft habe. Heilige Kacke. Heilige, heilige Kacke. Die glänzt im Dunkeln, so heilig ist die. Es wird immer später, aber das ist mir ja so egal. Ich glaube, der Cauliflower reicht gar nicht. Reicht der oder reicht der nicht? Ich bin gerade zu doof zum Zählen. Der reicht nicht. Krasse Scheiße, der reicht einfach mal nicht. Fuck, ich habe noch irgendwo Cauliflower. Da muss ich jetzt schnell Saat draus machen. Verdammt, wo ist mein Pferd? Hier unten kommt jetzt einfach mal Garlic kurzerhand hin. Ja, ach was. Wenn ich eine Nachtschicht einlegen muss. Es wird schon. Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Und wenn morgen meine Felder wieder brach liegen, dann habe ich sogar Fertilizer gut verschwendet. Geil.
Alter, das packe ich nicht, das rechtzeitig alles jetzt zu sehen. Ach, das ärgert mich richtig. Scheiße! Fick dich, Spiel! Ja gut, wer hätte denn auch gedacht, dass hier jetzt alles nach Plan läuft? Ich nicht. Seid ihr selber daran schuld, wenn ihr daran geglaubt habt? Es wird ja echt eine Nachtschicht und das ist eben nur für die paar Felder. Das ist ja richtig kacke. Ich dachte, ich schaffe noch alles rechtzeitig, aber ich habe heute Morgen definitiv zu viel Zeit vertrödelt. Verdammt. Naja gut, aber morgen habe ich dann wieder massig Zeit, weil ich diese Felder dann überhaupt nicht bewirtschaften muss. Haha! Raffinös angestellt hat es der Fuchs. Aber ich bin doch ein Tiger. Ich bin nicht raffinös. Ich bin verbeilt. 12.30 Uhr. Toll. Das habe ich besonders gut hinbekommen. Also da bin ich ganz stolz auf mich. So war der erste Frühlingstag eigentlich, so wie alle anderen Frühlingstage auch. Besonders bescheuert verplant war er. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was ich Alex schenken kann. Das sehen wir uns einfach mal morgen an. Schnucki Putzi, ne? Sei wieder gut gelaunt. Oh nein, weh, es kommen morgen schon die Kinder. Oh nein, da muss ich mich auch noch um die Kinder kümmern. Ich habe doch keine Zeit. Ach, die werden schon von alleine überleben, die kleinen Belger. Ja, ja, ja. Die kleinen Belger. Im Frühling werde ich übrigens wieder auf 2 Tage runtergehen, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Super. So, Wetter. Wie wird denn das Wetter? Morgen wird's regnen. Schon mal geile Vorhersage. Hallo, mein Ehemann. Ja, ich liebe dich. So, bist du jetzt wieder voll? Nö. Der möchte echt jeden Tag beschenkt werden. Ja, und so ist es jetzt wieder, wie ich es leider vermutet habe. Die Tiere, darum kümmere ich mich gleich. Jetzt muss erstmal meine Farm wieder hergerichtet werden. Ja gut, aber es ist nicht so schlimm, wie ich es erst vermutet hätte. Passt doch. Und ich muss nicht so viel gießen heute. Das ist nur viel besser. So, die Frage ist nur, was setze ich denn hier oben hin? Ich habe ja leider nichts, was permanent nachwächst. Ich mache am besten mal eine komplette Dreierreihe mit Kale Seed voll. Und dann habe ich ja nur noch Garlic, wovon ich hier unten auch schon was gepflanzt habe. Oder Parsnip. Aber ich werde nicht mehr, ich muss tatsächlich nochmal Saat kaufen. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Gut, nee, jetzt mache ich hier noch Garlic hin. So. Hübsch. Na, super. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie diese Farm werden wird. Und ob ich mich übernommen habe, auch mit dem Ernten dann. So, aber bisher ist doch gerecht erfolgreich. Ach ja, stimmt ja. Die muss ich ja noch manuell gießen. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Ich blöder Idiot. Dann kann ich mich heute eigentlich wieder darauf fokussieren, meine Farm ein bisschen aufzuräumen. Das ist eigentlich auch ganz okay und nett. Aber ich bin mal echt gespannt, ob ich dieses Jahr endlich mal eine Monsterfruchtzeug bekomme. Wäre ja mal ganz cool. So, jetzt sind wir erstmal ab zu den Tieren. So, meine Bäumchen kann ich ja auch ernten. Das ist schön. Hier habe ich wieder ein bisschen Obst. Oh Gott, sieht meine Farm verheerend aus. Das ist richtig, richtig schlimm. Weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, meine Farm aufzuräumen. Und jetzt schaut sie halt schon wieder richtig scheiße aus. Hoppala, das war falsch. So, das Gras hier um die Bäume lasse ich aber stehen. Und der Grund, warum ich heute noch nicht meine Tiere rauslasse, ist ganz einfach. Ich will hier erst noch ein bisschen aufräumen, dass ich hier das ganze Gras und alles noch ein bisschen vermehren kann.
dann haben die doch viel mehr Platz, wo sie sich dann ausbreiten können. Wenn ich jetzt wüsste, was ich da links noch für Bäume gepflanzt habe, dann könnte ich da vielleicht Saat pflanzen, wenn ich Saat hätte, denn ich Schlaukopf habe ja alles verkauft. Das heißt, ich muss einfach warten, bis der Baum da gewachsen ist. Sollte er irgendwann mal wachsen. Was, glaube ich, ein kleiner Bug ist, dass der nicht über den Winter gewachsen ist. Weil die wachsen normalerweise auch über den Winter, wie man ja an den Obstbäumen gesehen hat. Eine Frozen Geode, ernsthaft? Wie man ja über den Winter bei den Obstbäumen gesehen hat. Das wächst normalerweise alles munter vor sich hin, aber irgendwie wollte das meiste dann doch nicht. Ja, gut. Das war der und dann muss das Ahorn gewesen sein, weil das hier waren, glaube ich, Maple. Oder war das hier Ahorn und das war Maple? Ich weiß es nicht mehr. Gut, dann... Tatsache, der gibt mir Iridium. 5! Der gibt mir 5 Iridium am Tag. Dann kann ich ja echt alles mir doch noch craften. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig hart. Ich sollte heute aber unbedingt noch in den Laden gehen und mir noch mehr Saat kaufen, weil das reicht ja alles nicht. Sandy will eine Potato. Die Quest habe ich gerade angenommen. Sandy und die Potatoes. Nehmen wir mal gleich 200. Ich kann es gebrauchen. Bei den Cauliflowers nehme ich diesmal nur 120. Das reicht ja, weil mehr als zweimal kann ich die ja eh nicht pflanzen. Dann nehmen wir noch gut 200 Parsnips, weil... Warum nicht? Oh mein Gott. Vom K-Seed nehmen wir nur 100 nochmal. Und von den Garlics auch nur nochmal 100, weil ich kein großer Fan davon bin. Nein, nicht die Umschalttaste. Dankeschön. Uiuiui, das Ding hier ist... Das geht mir auf den Geist. Gut. Also der verdient sich ja eine goldene Nase an mir, ne? Ich will ja nichts sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier meine Bäume vorsichtig frei machen soll. Ich glaube nämlich, das wird gar nicht möglich sein. Cool. Ah! Seien wir mal ganz vorsichtig. Oh, es geht. Das war knapp. Huh! Okay, Nein! 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 Warum? Nein! Ja gut, die sind doch sonst auch so gewachsen. Die werden das schon irgendwie schaffen. Ah, bis auf beim Unkraut. Da bin ich mir, glaube ich, nicht so sicher, dass sie es schaffen. Mit dem Unkraut vor allen Dingen. Mit dem Unkraut dazwischen. Oh Gott. Was hier wächst hier eigentlich? Wieso ist der Baum schon weiter als das, was ich schon am Anfang Frühling, am Anfang Winter gepflanzt habe? Das ergibt keinen Sinn. Du machst mich so fertig, Spiel. Du machst mich so fertig. Nein, das riskiere ich jetzt nicht. Sollen sie doch hier wachsen, wie sie wollen. Ich habe sie trotzdem gut eingezäunt. Mit meiner Iridium-Axt haue ich da schon alles klein. Okay, ich glaube, ich hab's. Jetzt will ich halt nur hoffen, dass hier meine Bäumchen auch vernünftig wachsen, ne? Oh Gott, hätte ich jetzt die eine Saat schon wieder abgerissen. Ich glaube, ich hätte geweint. Geweint wie ein kleines Mädchen. Wow, dann ist der Tag doch noch irgendwann rumgegangen. Meine Nerven. Meine armen Nerven. Diese Farm ist zu hart. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Part. Viel haben wir ja jetzt nicht mehr zu erledigen. Gehen wir zur Seite, Fini. Dankeschön. Ich liebe dich auch. So, Ehemann, du kriegst noch gute Nacht, hallo. Nein, ich will dich lieben und begatten und... Ja gut, den letzten Part habt ihr gerade nicht gehört. Wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder zur üblichen Zeit. Schaltet wieder an. Bis dahin. Ciao, ciao.